hallo und herzlich willkommen. Damit ist auch mal wieder ein neuer Part eröffnet. So. Es geht weiter. Bis dann auch so ein blödes griechisches. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Aber erstmal hier fertig ausplündern. Mal schon noch Sachen mitnehmen kann. Ja, Moment, wieso habe ich das Relikt noch nicht? Doch, ich hab's. Ist ja grau. Hier. Schmugglerversteck. Überlebensversteck, so hieß es. Nicht Schmugglerversteck. Schmugglerverstecke gab es irgendwo anders, aber ich weiß leider nicht mehr wo. In welchem Spiel. Könnte Fallout gewesen sein in irgendeinem Teil. Naja. Wie auch immer. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Entschuldigung. Die Rüsselpest oder so. Ich habe jetzt gar keine Lust drauf. Ich will ins Wochenende starten. So einfach macht das mir nicht, oder? Ich muss von A nach B laufen. In der Zeit blödes Fass treffen, wa? Nein, nein, nein. Schön. Es hat funktioniert. Es ist in Position. Ich muss es nur noch entzünden. Kein Problem, also das mit dem Anzünden. Das ist noch nicht in Position, das schwimmt doch noch. Du laberst dein Zeug hier. Man sollte sich beeilen, bevor man abgeschlachtet wird. Oh Gott! Renn, Dara! Oh oh. Vorsicht, Vorsicht! Ring! Ja, bringt sie sich. Ah! Fuck, 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 fuck! Ist ja gut. Oh nein! So, nein, nein, hast du es doch geschafft. Oh Mann. Ja, ist ja gut. Ich weiß, wenn wir stehen bleiben, bin ich schon wieder im Arsch. Ich hab's schon verstanden. Was heißt hier geschafft? Die ballern immer noch auf dich. Das ist so klar, dass die Dinger kriegen, wenn die hier sind. Oh shit! Ah!
Ich bin draußen. Lara, Gott sei Dank. Es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. Okay. War wohl doch noch nicht so ganz die Endschlacht, wie ich dachte. Ich habe diesen komischen... Atlas gefunden. Zumindest habe ich jetzt ein Atemgerät und kann beliebig lang tauchen, schwimmen. Schön. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich hier bin. Das heißt, kehren Sie ins Tal zurück und... Verdammte Scheiße, wo ist das Tal? Jawohl. Cooles Ding, ey. Vielleicht finde ich auch gleich ein Feuer und sowas. Moment, was ist das? Wandgemälde und eine Truhe. Ja, schick. Das Wandgemälde, war das nicht auch hier in der Nähe? Ah, da, okay. Was ist das Ding, dieses runde Gedöns? Dies erinnert an den Aufbau einer großen Stadt. Kitesh. Irritiert mich. Lara! Bist du da oben? Jonah, bist du das? Kleiner Vogel, du bist am Leben! Ich wusste es! Mein Gott! Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben, du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. War ja klar, dass der wieder auftaucht. Aber den hatte ich ja schon fast total vergessen. Was heißt fast? Ich habe ihn total vergessen. Aussicht genießen? Gut, so schön ist die Aussicht nur auch nicht. Oh, vielleicht kann ich ja gleich ein paar Schnellreisen machen und so ein Kram und dann Dungeons und so eine Scheiße ausräumen. Lara, gut, dass Sie noch bei uns sind. Die Eindringlinge sind über das ganze Tal verteilt. Muss ich hin? Aber wir drängen sie zurück, wo wir können. Wir können ihre Hilfe immer brauchen. Ja! Wir wissen, dass wir hier war doch können. Irgendwo... Genau, hier war doch dieses Dingen, wo ich kein Atemgerät hatte und tauchen musste und so ein Kram. Das mache ich. Das mache ich doch jetzt direkt. Und auch nur, weil ich es kann. Nicht, weil ich es muss.
Oh ja. Oh ja, da habe ich jetzt Bock zu. Cool. Oh cool. Oh ja, das ist sehr geil. Klar, das Vogelnest fällt natürlich nicht von alleine runter, wenn man so an dem Ast wackelt, ja? Furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Also furchtbar. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Aber ich hab doch gerade ein Feuer entdeckt und wollte Sachen machen. Oh Mann. Sie haben ihn gefunden. Natürlich. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Nett benutzen. Und hier betrachteten sie den Atlas. Nicht benutzen, die Welt geht unter. Mach's nett. Mach es bloß nicht. Außerdem will ich gerade noch Rätsel lösen. Nein, nein! Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Mann. Hab denn aus Indiana Jones nichts gelernt? Das kann alles nur in einer fiesen Falle enden. Unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Sprengen. Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Is this?
Tötet sie! Lara! Nimm meine Hand! Mal wieder. Ja, Dschungel. Anders runterwerfen können, du blöder Penner. Lara. Oh nein. Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Oha. Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen. Aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Jonah, halte durch. Oh, ich bin mal wieder ganz Sophia, anders auf der Karte. Bist du da? Lara, geht's dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Da war doch eine Kiste, oder? Hab ich das richtig gesehen? Ja. Also, ja, ja. Ach ja, aber kann ich nicht mehrere da reinballern oder was? Nee. Ja, auch so leicht. Naja, mal gucken. Ich wäre jetzt unbedingt da hoch, jetzt wo ich diese Pfeildingers habe. Na, was war das? Ah, cool, Tonband. Lara! 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 Antworte mir! Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du... Verdammt, Lara! Sei nicht tot! Nach der Lawine kam ein kurzes Signal, ein kurzes Echo, aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher, ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr, aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Echt?
Du solltest mich besser kennen. Naja. Cool. Noch mehr Propaganda. Alles klar. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Okay. Was gibt's hier noch? Ja. Kann ich hier mal... Nein, ich kann keine Schnellreise machen. Ich müsste hinlaufen. Das heißt, gut, ich muss jetzt noch irgendwas erledigen, bevor ich sowas wieder machen kann. Also es geht aufs Finale zu, nehme ich jetzt mal an. Habe ich schon öfter gesagt, aber... Ja. So. Oh geil, nachher hole ich eine Lieferung ab. Ich habe mir schön ein neues Headset bestellt. Genau, du fällst alleine darunter. Das ist schon mal gut. Hier. Und wo muss ich hin? Ah ja, da hoch, nicht da runter. Was gibt's denn hier unten noch? Mehr ist genug, ha? Ich folge jetzt der Story, weil ich kann ja jetzt eh nichts großartig sonst machen. Hier könnte ich diese Pfeile anbringen und sowas. Ist ja ganz was Neues mit dem Sturm hier. Jetzt folge ich der Story, jetzt will ich es wissen. Gräber werden danach ausgeräumt. Was gibt's denn hier noch? Warum ist die Flagge markiert? Ah ja. Das hätte mir jetzt eigentlich klar sein müssen. Egal. Leben. Wenn ich mal wieder voll drauf hab. So. Schön, schön, schön. Yeah, ich freue mich nachher auf mein neues Headset. Bin ich mal gespannt. Das muss ich auf jeden Fall am Wochenende noch ausprobieren. Aber heute Abend ist erstmal Bro-Abend angesagt. Zocken mit dem besten Kumpel. Will ich eigentlich irgendwann auch mal eine Aufnahme von machen? Mal sehen. Vielleicht nehme ich meine Capture-Karten mit. Vielleicht nicht. Wer weiß. Da hoch, ja. Ja. Ah, geil! Hier ist das Ding, wo ich die Münzen eintauschen kann. Hast du mehr Goldmünzen gefunden? Ich glaube, sie werden misstrauisch. Vielleicht muss ich kurzfristig abtauchen. Ein Outfit? Was ist das? Gewehrgranat? Granatwerfer, was haben wir hier? Pistolenschalldämpfer.
kostet denn das? 25. Ich bin eher für den Schalldämpfer. Du hast Geschmack. Hier. Ja, jetzt kann man auch schön leise mit der Knarre da rumballern. Schön. Aber mir fehlt noch reichlich was an Münzen. Ja, wie gesagt, die Jagd startet dann nochmal nach. Nach der Story. Cool. Das ist schon ziemlich geil, aber hier kann ich irgendwo was festmachen. Die Frage ist, wo? Keine Ahnung. Egal, runter kommt man immer. Was ist das? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Okay. War jetzt etwas mit Münzen. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Lara. Aber ich versuch's weiter. Irgendwas passiert da draußen. Ich bin auf einen Baum geklettert, um das Tal besser zu sehen. Das sind alte Gebäude und irgendwas ist los. Anscheinend haben sie Helikopter und bringen Ausrüstung rein. Es muss Trinity sein. Das ist die einzige Erklärung. Sie sind uns doch noch zuvorgekommen, was? Ich beobachte sie seit ein paar Stunden. Mache Notizen über ihre Patrouillen. Mit dem richtigen Timing sollte ich vorbeikommen. Du warst immer besser bei sowas als ich. Wenn du da draußen bist und mich hörst, bitte, bitte sei vorsichtig. Naja, ich bin immer vorsichtig. So, wo ist das Wandgemälde? Nee, ach, das ist der Vorratsschuppen. Mein Vorratsschuppen ist da. Ach so, ja. Ah, hier. Ach. Leg mal nicht so an hier. Zapp. Kampf um die Flagge. Die Flaggen werden angezeigt. Ich muss noch Schätze holen, wenn ich fertig bin. Alles klar. So. Ich würde damit auch sagen, dieser Part ist mal wieder erfolgreich beendet. Mehr oder weniger. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten. Bis dahin. Ja, ciao.